Die Grünen haben einen ehrenvollen zweiten Platz, haben 1000 Stimmen dazu gewonnen, aber prozentual verloren. Die Linken haben richtig Stimmen gewonnen, prozentual gewonnen und sind die Ersten. Die haben gerade berichtet, ihr Eindruck von den Grünen wäre, die hätten jetzt aber mächtig Rasierklingen unterm Arm und kämen sich stark. Ja, von der Linken. Ja, aber wie stark sind denn die Rasierklingen unter dem Arm der Grünen, wenn sie mit ihrem freundlichen zweiten Platz tatsächlich ohne weiteres und ohne fast Bedingungen den Bürgermeisterposten beanspruchen? Das heißt ja ohne Bedingungen. Die Frage stellt sich so nicht. Es gibt ein paar Spielregeln. Die eine ist, dass natürlich die stärkste Fraktion eine zu Gesprächen. Die zweite ist, dass es ausdrücklich eingeräumt wurde, auch Zählgemeinschaften gegen die stärkste Fraktion zu machen. Und selbstverständlich werden wir das ganz nüchtern betrachten und als eine Option verfolgen. Weil das Ziel, Bürgermeister zu stellen, kann man auf verschiedenen Wegen machen. Sind eher der Meinung, dass man nicht der Regel folgt, dass man sagt, also es ist kein politisches Bezirksamt, man geht also der Reihenfolge nach, sondern die Zellgemeinschaft, die ja ein Regelbruch ist, eigentlich ein Systembruch, wird durchaus gleichwertig behandelt? Nee, gleichwertig nicht, das ist eine Option und wir werden gucken, was davon geht und was nicht. Ich denke, um Bilder davon ab, wie die Linke auf uns zukommt, ob sie auf uns zukommt. Der Ball liegt jetzt bei denen, was jetzt gestern Abend auch immer schon gesagt wird. Wer muss jetzt zum Telefonhörer greifen? Und wir warten auf den Anruf. Ja, gut, das hat der Herr Ben, glaube ich, schon via Facebook gesehen. Ja, aber ich würde an der Stelle sagen, da sollte man auch mal das direkte Gespräch, der Trend zum Gespräch soll ja sind ja erst 24 Stunden durch. Erstens 24 Stunden, zweitens die Gremien tragen jetzt überall. Ja. Drittens muss man auch erstmal ausschlafen, einmal Luft holen und dann werden wir sehen. So, es gab jetzt verschiedene Varianten oder Nuancen. Wie könnte man mit der AfD umgehen? Wie weit sind die Grünen heute zu einem Schluss gekommen? Wir haben uns erstmal eine Meinung gebildet. Das ist ja für alle nicht überraschend, aber dann doch in der Deutlichkeit überraschend, dass jetzt quasi noch die CDU überholt haben und einen Stadtrat haben. Und da, glaube ich, wird noch die eine oder andere Diskussion zu führen sein. Ich glaube, der nüchterne Blick wird da helfen. Keine Ausgrenzung, sondern eher die zur Kenntnisnahme auch des Wahlergebnisses und Pankow hat so viel zu tun, da werden wir auf Stadträte nicht verzichten können. Und es wird sehr stark auch von den Personen abhängen und von den Äußerungen. Wir kennen die ja nicht. Also nicht nur Friedhofsverwaltung oder so. Na, um Gottes Willen, jetzt sehe ich auch ja nicht ein. Wieso sollen nur vier Leute für, ist übrigens auch zutiefst undemokratisch im weitesten Sinne des Wortes, denn wenn dann quasi der Wählerauftrag immerhin von 13,3% hier Verantwortung zu übernehmen in diesem Bezirk, wenn der ausgehebelt werden würde. So. Und deswegen glaube ich schon, mal jenseits von den ganzen auch finanziellen Aspekten, die das hat, wieso sollen wir hier einen Stadtrat oder eine Stadträtin bezahlen, der Steuerzahler, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die AfD das wirklich gut findet, wenn der nichts zu tun hat. Der soll arbeiten, der soll Verantwortung übernehmen, der soll im Rahmen der Gesetze, wir sind da ja nicht im luftleeren Raum. So, und deswegen denke ich schon, werden wir da noch eine Weile brauchen, um uns eine klare Linie zu erarbeiten. Aber die Richtung ist, glaube ich, schon heute deutlich geworden.